Wir sehen ganz deutlich, dass die USA Russland in diesen Krieg regelrecht getrieben haben und vor allem, dass sie jetzt die Ukraine immer weiter anstacheln, in diesem Krieg weiterzumachen. Es ist ja veröffentlicht worden, dass es schon letztes Jahr im Frühjahr in Istanbul die russische und die ukrainische Delegation, dass sie schon sehr nah dran waren an einem Friedensschluss. Die wollten schon ein Abkommen machen, wollten den Krieg beenden und der damalige britische Premierminister Boris Johnson hat interveniert. Die Amerikaner haben interveniert und sie haben die Ukrainer dazu gedrängt, immer weiterzumachen. Sie haben dem versprochen, sie werden Waffen liefern. 拜斯特隆认为，无论是政治层面还是经济层面，美国都是俄乌冲突的最大赢家。一方面，美国地缘政治影响力得到提升；另一方面，受益于向欧洲出口武器和能源产品等赚得盆满钵满。相比之下，欧洲特别是原本高度依赖俄罗斯能源的德国损失惨重。 Ja, der Krieg dauert schon viel zu lange. Deutschland leidet darunter, deutsche Industrie leidet, vor allem die deutschen Bürger leiden unter den hohen Gaspreisen. Das sind alles Folgen der falschen politischen Entscheidungen, das sind alles Folgen des Embargos. Und die Menschen wollen deswegen auch, deswegen, dass dieser Krieg endlich beendet wird.